Und die Piraten? Die halten Kurs, irgendwo zwischen Meuterei und Mitgliederschwund. Schuld daran sei die Bundespartei, heißt es in Berlin. Doch nach der jüngsten Austrittswelle muss man grundsätzlich fragen, schafft die Partei noch die Wende? Beginnt jetzt nochmal ein Aufbäumen oder erleben wir hier die Abschiedstour vor den nächsten Wahlen? Zur aktuellen Situation Heike Bettermann. Er hat die Welle ins Rollen gebracht. Nach Christopher Lauer haben mehr als 40 weitere Berliner Piraten in den letzten Tagen ihre Partei verlassen. Ich habe mich jetzt von meinem Lebensinhalt aus den letzten 5 Jahren so getrennt. Und das ist erstmal ein komisches Gefühl. Die Zeit des glanzvollen Einzugs ins Abgeordnetenhaus und der zweistelligen Umfragewerte ist längst vorbei. Mittlerweile rangieren die Piraten unter Sonstige. Der Flügelstreit zeigt Wirkung, prominente linke Piraten gehen. In Berlin gibt es ab Frühsommer Bestrebungen, sich von der Bundespartei loszusagen. Die Berliner hatten im Kampf um die Bundesspitze auf ganzer Strecke verloren. Auch Oliver Höfinghoff ist kein Pirat mehr. Da sind 5 Jahre harte Arbeit, die ich und andere da reingesteckt haben. Was so ein bisschen Trost ist, dass wir unsere politische Arbeit jetzt gerade noch im Abgeordnetenhaus mindestens bis 2016 fortsetzen können. Und offensichtlich hat ja der Berliner Landesvorstand sich auch schon dahingehend geäußert, dass man durchaus über eine Neugründung nachdenkt. Die Gründung einer neuen Partei in Berlin neben den Piraten, im Netz wird darüber bereits diskutiert. Parteienforscher sehen das allerdings kritisch mit Blick auf die für 2016 anstehenden Wahlen zum Abgeordnetenhaus. Die Wahlchancen für die Piraten sind im Moment katastrophal. Die Leute wählen keine zerstrittene Partei. Wenn es 2 unterschiedliche Parteien gibt, die um dasselbe Wählerklientel sich streiten, ist natürlich die Chance, um die 5%-Hürde zu schaffen, noch viel geringer. Aber wir haben ja auch beim Aufstieg und beim Fall der Piraten gelernt, dass 2 Jahre in der Politik eine ziemlich lange Zeit sind. Fraktionschef Martin Delius will erstmal Pirat bleiben, auch wenn er weiß, dass die Austrittswelle die, wie er sagt, alte Debatte um eine Parteineugründung befeuert. Er will jetzt die Fraktionsarbeit noch stärker in den Vordergrund stellen. Wir haben uns auch schon vor den Austritten darüber unterhalten, wie die Situation in der Partei ist und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir alle 15 als Fraktion weiterarbeiten wollen und unsere Themen, die Themen, weswegen wir gewählt wurden, auch voranbringen wollen. Insofern ändern die Austritte jetzt an der Fraktionsarbeit nicht viel. Im Berliner Parteivorstand bedauert man die Austritte teils langjähriger Piraten, sieht die Situation aber nicht überdramatisch. Die Menschen sind ja immer noch da und auch die Möglichkeit, sich für seine politischen Forderungen einzusetzen, wäre auch ohne die Partei da. Die Partei war ja einfach bloß ein Mittel, um das jetzt gerade so umzusetzen. Die Arbeit in den Fraktionen, auch in diesem aktuellen Landesvorstand, wird konzentriert weitergehen und das ist alles noch kein Weltuntergang. Der weitere Weg der Piraten und Ex-Piraten dürfte dennoch äußerst schwierig werden.